Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Bavmo-Video. Es ist wieder Zeit für Bavmo Tech Time. Heute SMG-Getriebe. Los geht's! Das SMG-Getriebe. Viele haben es bereits bei mehreren BMWs, insbesondere bei M-Modellen gehört, doch können damit nicht viel anfangen. Das SMG-Getriebe oder auch sequentielles, manuelles Getriebe. Eingeführt wurde das SMG-Getriebe mit dem E36 M3 in den 90ern bei BMW. Ich erinnere nur an das sequentielle M-Getriebe. Wir haben uns riesig gefreut, dass wir vor dem Ferrari weltweit als Erste mit diesem sequentiellen M-Getriebe in Serie gehen konnten. Doch was genau bedeutet das für den Fahrer? Kurz zusammengefasst ist das SMG-Getriebe ein vollständiges manuelles Getriebe, welches aber automatisiert wurde. Es fährt sich also wie ein Automatikgetriebe, verzichtet aber vollständig auf Leistungsfresser, wie zum Beispiel einen Drehmomentwandler, wie bei herkömmlichen Automatikgetrieben. Dazu wird auch ein Shift-by-Wire-System benutzt, sprich man schaltet und eine Elektronik kuppelt und legt innerhalb des Getriebes die gewünschten Gänge ein, anstatt wie bei einem herkömmlichen Schalter ein Schaltgestänge diese mechanisch einlegt. Das Getriebe ist somit nicht mehr mechanisch mit dem Gangwahl- bzw. Schalthebel verbunden und kuppelt sowie wechselt die Gänge per Elektromotor. Dadurch dauert der Schaltvorgang maximal 150 Millisekunden. Noch dazu erhöht sich der Verbrauch durch das automatisierte Schaltgetriebe nicht, da wie zuvor erwähnt keine leistungsfressenden Bauteile benötigt werden. Die Gänge kann man wechseln über das Hoch- oder Runtertippen des Gangwahlhebels oder alternativ auch per Schaltpedals am Lenkrad. Es stehen auch verschiedene Fahrmodi zur Auswahl, um das Getriebe sportlicher oder normal abzustimmen. Es gibt auch wie beim heutigen DKG von BMW die Möglichkeit einzustellen, bei welchen Drehzahlen das Getriebe schalten soll. Ihr behaltet also die volle Kontrolle über die Schaltung, ohne dabei etwas einzubüßen. Nach unserer Meinung ist das neue SMG-Getriebe das sportlichste und effizienteste Getriebe für ein Auto dieser Art. Das neue SMG ist speziell und exklusiv für den neuen M5 entwickelt worden. Kein Fahrer kann mit einem manuellen Getriebe die Gänge schneller wechseln als wir mit unserem neuen SMG. Die Schaltung kann über ein Display im Kombi-Instrument stets überblickt werden. Folgende Modelle hatten ein SMG-Getriebe serienmäßig oder optional verbaut: BMW E36 M3, BMW E46 325 und 330i. Sowie der M3. BMW Z4, 2.5i und 3.0i. BMW E60 61 M5
und der BMW E6364M6. Bei den nachfolgenden Modellen wurde das SMG dann durch das DKG ersetzt. Jetzt seid ihr gefragt, wie findet ihr das SMG-Getriebe von BMW? Lasst es uns in der Umfrage oben rechts in der Infokarte wissen. Und fahrt ihr selbst SMG? Wenn ja, welches Fahrzeug mit welchem SMG-Getriebe habt ihr genau? Schreibt es uns in die Kommentare. Wir haben einen Spezialisten für SMG-Getriebe um Videomaterial gebeten. Burkhardt Engineering aus Bayernfurt, das ist in der Nähe des Bodensees, hat dazu einige Aufnahmen in einem E46 M3 für uns und vor allem für euch bereitgestellt und auch die Funktionsweise nochmal etwas anschaulicher erklärt. Solltet ihr einmal Probleme mit eurem SMG-Getriebe haben, sind sie der richtige Ansprechpartner für euch. Die Webseite von Burkhardt Engineering ist für euch in der Videobeschreibung verlinkt. Hallo zusammen und herzlich willkommen bei Burkhardt Engineering. Wir sind Thomas und Johannes und wir wollen euch heute noch ein paar Takte zum SMG 2 vom E46 M3 erzählen. Schauen wir uns mal eine Werkstatt an. Folgt uns. Kommt mit rein. Also herzlich willkommen, kommt mal rein. Hier sind wir in einem E46 M3 Vorfacelift. Vorfacelift zu erkennen am aufgeklebten SMG-Emblem. Das ist so eine typische Eigenheit vom Vorfacelift-Modell. Hier der SMG-Schaltknüppel. Und noch eine Besonderheit vom SMG ist praktisch dieses Display im Tacho, wo dementsprechend immer der jeweilige Gang dann angezeigt wird. Das SMG hat natürlich diese Pedals, an denen ihr die Gänge jeweils runter- bzw. hochschalten könnt. Und noch eine Besonderheit vom SMG ist die Verstellung der Schaltgeschwindigkeit, wo man hier dann praktisch die verschiedenen Stufen, Stufe 1 bis 5, die Geschwindigkeit verstellen kann. Und das jeweils im, hier auch noch zu sehen schön, und das jeweils im manuellen und im Automatikmodus individuell einstellbar. Natürlich, SMG fehlt was Entscheidendes, hat kein Kupplungspedal. Funktioniert soweit alles hydraulisch, werden wir euch nachher gleich unter dem Auto noch genaueres dazu sagen. Dann schauen wir uns mal das Auto von unten an, um zu sehen, wo die SMG-Einheit sitzt und weitere Besonderheiten. So, dann sind wir jetzt hier unter dem Fahrzeug, wie wir vorher schon angesprochen hatten. Hier seht ihr das Getriebe, im Grunde baugleich mit dem Schaltgetriebe vom Handschalter vom E46 M3. Hier sieht man den Kupplungszylinder, der auch manchmal Probleme macht. Und die Hydraulikeinheit, die sitzt dann praktisch hier vorne oben. Von hier aus etwas schwer zu sehen, aber wir haben ein ausgebautes Exemplar. Da wird euch der Johannes dann gleich was dazu sagen. Am Einbauort sieht man dann auch schon, warum es immer wieder Hitzeprobleme gibt, weil es einfach motornah sitzt und gerade im Sommer bei heißen Temperaturen treten dann meistens die Probleme auf. Hier hinten oben haben wir dann noch den Gangerkennungssensor, auch ein bisschen schwer zu sehen, der sozusagen der SMG-Einheit dann immer die Info gibt, wo sich, in welchem Gang sie sich gerade befindet. So, Motorhaube vom E46 M3. Drunter sieht es eigentlich erstmal nicht groß anders aus wie in jedem anderen E46 M3 bzw. wie in einem Handschalter. Hier unter dem Luftsammler sitzt dann sozusagen die Hydraulikeinheit drunter. Besonderheit hier ist das Reservoir fürs Pentosin, also für die Hydraulikflüssigkeit. Dort kann man die Hydraulikflüssigkeit auffüllen, beziehungsweise am besten natürlich unsere High-Performance-Hydraulikflüssigkeit. Wir sehen hier die Hydraulikeinheit, das SMG, also das Herzstück. Das Ganze haben wir hier präpariert, um ein bisschen mehr und tieferen Einblick in die Technik zu sehen. Wir haben hier oben den Elektromotor, der unter anderem in unserem Kit integriert ist. Wir sehen hier, dass es sich hier um einen Elektromotor mit Bürsten handelt. Einfach ein Verschleißteil, was über die Jahre einfach immer schlechter wird. Der Motor treibt eine Außenzahnradpumpe an mit einem externen Filter. Und gleichzeitig sehen wir hier noch die einzelnen Magnetventile, die die hydraulischen Leitungen, hier die vier Stück, befeuern. Die Pumpe füllt als Energiespeicher diesen Kolbenspeicher. Der ist gefüllt mit Stickstoff. Der wird sich über die Zeit auch der Vorspanndruck, also der Druck auf der Stickstoffseite, reduzieren
Und es kommt immer mal wieder zu einem Problem und muss dann auch getauscht werden. Kann aber überprüft werden und wird dann ausgelesen. Wir sehen hier einen Drucksensor und einen Temperatursensor, der das Ganze überwacht, das ganze System. Wir zum Hydraulik-Motortausch nur empfehlen, ist ein Wechsel auf unser High-Performance-Hydrauliköl, was ein größeres Temperaturfenster ab kann wie das originale Pentosin. Und gerade an den warmen Tagen oder bei Motorsporteinsatz enorme Vorteile bietet. Was wir vorher leider nicht sehen konnten am Fahrzeug, handelt sich hier um einen Gangerkennungssensor, der die Information, was das mechanische Getriebe nachher tatsächlich in welchem Zustand es sich gerade befindet, weitergibt an die SMG-Elektronik und hier Informationen bietet, in welchem Gang wir uns befinden, in welchem Winkel. Wir bedanken uns bei den Jungs von Burkhardt Engineering für das Videomaterial und die Informationen. Wenn ihr euch für ihre Produkte und Dienstleistungen interessiert, findet ihr den Link zur Webseite unten in der Videobeschreibung. Nun haben sich die zwei auch das Feierabendbier verdient und wir geben weiter an unsere Endcard. Das war's mit dem Bavmo TechTime Video für heute. Wir hoffen, dass euch das Video gefallen hat und würden uns dabei einen Daumen hoch, kräftiges Abonnieren und Teilen, was das Zeug hält, freuen. Vergesst auch nicht, bei unserem ersten TechTime-Video über die Motorkennbuchstaben und das Warnos-System vorbeizuschauen, um noch mehr über BMW-Technik zu lernen. Wenn ihr Anregungen habt, welche Thematiken euch in Sachen Technik noch interessieren, lasst es uns in den Kommentaren wissen. Also Freunde, vielen Dank fürs Zusehen, bis zum nächsten Mal, eure Bavmo-Crew.